Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 3. Wir sind hier immer noch an der Citadel. Hier wollen wir aber weg. Entschuldigung. Anos-Becken. Treffen mit Diplomaten. Das ist, glaube ich, das, was wir für die Hauptmission machen müssen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, möglicherweise. Paito. Was? Hale Geuse. Ah, sorry, das ist mir ein bisschen viel, um das alles vorzulesen. Dragel. Dragelbecher. Ja, reisen wir mal zu den Diplomatenschiffen. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Rex. Earth Not Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Warren, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Asari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung?
Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Sorkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie. Sie setzen keinen Fuß auf Sorkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Sagte so ein Salarianer-Nazi. Haben wir Ili echt schon als Crewmitglied so generell erworben? Kommt es nicht erst später in der Story? Komisch. So, Waffen. Ja, bei meinen Waffen bin ich ja eigentlich soweit. Wobei, wie kann ich noch modden, ne? Durchschlagsmod 1, Großkillerlauf. Weniger Waffengewicht. Kopfschussschaden. Schaden generell. Präzision. Ja, bleiben wir dabei. Hier habe ich nur 2 Upgrades. Und hier habe ich auch nicht mehr. Gut, Garrus. Die sieht schon mal gut aus. Vergleichen wir mal. Chakramwerfer. Mehr Schaden, aber wenig Kapazität. Die Typhoon. Ist wahrscheinlich eine LMG, wie sie aussieht. Die drücke ich in meine Hand. So, bestätigen. Mantis, Indra, Kapazität, Feuergeschwindigkeit. Ja, genau. Weniger Schaden, mehr Gewicht. Warum sollte ich das nehmen? Blind. Nö, Mantis ist so das Beste, was er gerade haben kann. So. Ja. Nehmen wir so. Idi. Also, die Hurricane ist erstmal das nächstbeste. Entschuldigung. Nee. Ups. Scheiße. Hier, da will ich hin. Und Moden, genau. Modden. Ne. So, bestätigen. Und hier nehmen wir... Nehmen wir die Executioner. Weniger Waffengewicht. Ja, bestätigen.
dann kann ich bei dir keine Punkte mehr ausgeben, aber bei dir, Gareth. Mehr Schaden, größere Wirkungsradius, nehmen wir den Radius. Panzerbrechermunition. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Habe ich selber noch Punkte? Nö. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich's jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie nach Hause, Rex. Sie haben auf diesen Tag lange genug gewartet. Ein ganzes Leben. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, Gareth. Ich dachte schon, Sie wären auf Ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Das Abholen der Frauen sollte völlig problemlos ablaufen. Wer ist die Synthetische? Ich bin Edi, die künstliche Intelligenz der Normandie. Dann hat Ihnen Joker wohl nichts über die Salarianer beigebracht. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Da werden Erinnerungen wach. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh jahrtausende lang sicher. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabore! Bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars vorbereiten. Ist es diese legendäre Szene? Von hier kommen. Shepard, mir gefällt das nicht. Ich sollte derjenige sein, der reingeht. Wie wär's, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären sie jetzt tot. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Tut mir leid, Shepard, aber Sie hören jedes Wort mit, das wir sagen. Ich esse Salarianer lieber, am liebsten roh. Dieser Kroganer hat ein einzigartiges Kommunikationsverhalten. Er ist eben etwas für Kenner.
Sie haben auf der Normandy gesagt, dass Reaper auf Tuchanka gesichtet wurden? Die Clans Jorgel und Revenor haben einige Landetrupps gesehen. Die Reaper haben etwas vor. Tuchanka mag ein Haufen radioaktiver Schrott sein, aber es ist unser Haufen und wir werden bis zum letzten Kroganer dafür kämpfen. Radioaktiv? Garrus, warum muss ich mich mit dem einzigen Turianer der Galaxie anfreunden, der sich für witzig hält? Und von mir wird erwartet, dass ich Kroganer hasse. Und dann kommen Sie daher und erwärmen mein Herz mit Ihrer gewinnenden Persönlichkeit. Mich könnte ein paar Salarianer von einer Klippe stürzen, wenn sie sich dann besser fühlen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Was wissen Sie über diese Frauen? Sie waren nicht fruchtbar, also haben wir sie dazu benutzt, Feinde von denen abzulenken, die es waren. Aber Malens Experimente haben das geändert. Diese verdammten Pijacks haben sie uns direkt unterm Arsch weggeklaut. Diese Behandlung ihrer Frauen ist ziemlich brutal, Rex. Die haben das selber vorgeschlagen. Wir mussten viele harte Entscheidungen treffen, um zu verhindern, dass wir völlig aussterben. Eine harte, aber notwendige Entscheidung. Es gehört zu den vielen Dingen, die besser werden, wenn die Genophage geheilt ist. Sind die Kroganer bereit, die Reaper zu bekämpfen? Seit die Sovereign aufgetaucht ist, wusste ich, dass dieser Tag irgendwann kommt. Mein Volk hat zu viel Zeit damit vergeudet, sich als Söldner zu verkaufen. Jetzt können wir wieder das tun, was Kroganer am besten können. Andere vor Riesenmonstern retten. Sie lassen uns die Rachni-Kriege wohl nie vergessen, was? Als ich das letzte Mal auf der Citadel war, habe ich jedenfalls keine turianische Statue zu ihren Ehren gesehen. Warten Sie mal ab, bis dieser Krieg vorbei ist. War schön, mal wieder mit Ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Die armen Salarianer. Ein Codeknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durch... Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Wurmeyer nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Diese Sache mit den Frauen ist Teil davon. Ich brauche die Unterstützung der Turianer und die brauchen die der Kroganer. Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. Wie kommen Sie auf diese Basis, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malen mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus einem Labor fliehen. Warum sind die Kroganerinnen wohl hier? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren, als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon ihr Problem sein. Na, danke. Wir beide spüren wohl noch die Nachwirkungen von Wurmeyer. Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnot Rex ist bei der STG legendär. Stimmt, Rex und ich haben uns ja gekloppt. Sie haben Rex Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien 3-Systeme entfernt haben ihn gesehen. Er ist über die Sicherheitsmaßnahmen nicht sehr erfreut. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer. Unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Eine Hochsicherheitsanlage. Erwarten Sie Ärger? Unser Motto bei STG lautet, immer Ärger zu erwarten. Kommt keiner, machen wir eben anderen Ärger. Unsere Feinde haben die gleiche Idee. Ein hinterlistiger und pragmatischer Ansatz, ziemlich verbreitet unter Salarianern. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Das würden Sie tun?
Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars vorbereiten. Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein Nicht. Gut, aber mehr erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.